aufpassen, dass ich zusammenbricht. Das wird jetzt ein Krug. Also da muss man dann tatsächlich entsprechend vorher Größe und in Form sich überlegen und dementsprechend das Material auch vorbereiten, wie viel man einfach will. Da hat man nachher so Erfahrungswerte, wie viel man braucht. So, jetzt kommt der Schienenzug. Da wird zuerst die Oberfläche geglättet. Und dann die Form gegeben. So, und dann ist das Stück für heute im Grunde schon fertig. Das mit dem Draht abgeschnitten. Für alle weiteren Arbeiten muss es jetzt einfach einen Tag trocknen, um den Henkel anzubringen und um ja, den Boden abzudrehen. Und da werden jetzt dann, man hat so bestimmte Dekore, die man dann macht. Stunden bis 500 Grad, dann brennt er so schnell er kann auf 1080 Grad oder 1100, je nachdem, was ich gerade mache. Dann hält er diese Temperatur hier für 20 Minuten und dann lasse ich ihn abkühlen und dann braucht er noch mal einen Tag, bis er abgekühlt ist.